Hallo Aviation Friends, hier kommt eine Quizfrage für euch. Wie nennt der gut geschulte Pilot diese Wettersituation? Ist es A. VMC oder B. IMC oder C. schlichtweg blödes Wetter? Na klar, es geht um IMC, Instrument Meteorological Conditions. Das heißt, wir werden nicht mit dem Flugzeug zur Aero in Friedrichshafen fliegen, sondern wir werden das Auto nehmen. Let's go! Das waren jetzt gute 4 Stunden Fahrt. Ich bin jetzt ziemlich im Eimer, aber ich habe hier eine fantastische Unterkunft vorgefunden. Ich freue mich tierisch auf morgen. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt noch fehlt und was ich mir verdient habe, ist ein Feierabendbierchen. Und dann kann es morgen losgehen. Ich freue mich riesig. Los jetzt. Aus. Morgen zusammen. Jetzt lasst mich noch kurz in Ruhe frühstücken und dann geht's gleich los. So, mit dem Wetter habe ich heute definitiv kein Glück, aber das soll nicht so schlimm sein, denn das meiste findet ja in der Halle statt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich möglichst reibungsfrei zur Messe komme, denn ich bin natürlich wieder ein bisschen spät. Lights off, wipers off, engine off, straps off. After landing checklist completed. Auf geht's! Over the trees, over the seas, in all-
Tja, und wieder zurück im trauten Heim. Und so möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch von meinen Eindrücken dieses Messebesuchs zu berichten. Zunächst lohnt sich der Messebesuch. Aus meiner Perspektive definitiv. Wenn ihr, wie ich, auf General Aviation, auf Luftfahrt, auf das Fliegen an sich, wenn ihr darauf steht, lohnt sich dieser Messebesuch auf jeden Fall. Denn es ist für jeden etwas dabei. Flugzeuge, Hubschrauber, Ultraleicht, Segelflieger, Simulatoren, Zubehör, was immer das Herz begehrt, bis hin zum Jet, alles kann man dort besichtigen, hier und da auch mal anfassen und reinsetzen. Auf jeden Fall echt was zum Erleben. Von daher Daumen hoch, das lohnt sich. Organisatorisch kann ich auch nur Positives berichten. Das fängt beim Kauf des Tickets an. Das ist natürlich online möglich. Ich habe für ein Tagesticket sogar günstigere 19 statt 25 Euro an der Tageskasse bezahlt. Das war sehr problemlos, sofort verfügbar, abrufbar über die App der Aero 2019, direkt als Eintrittsticket verwendbar. Die Versorgung des hungrigen Messebesuchers ist natürlich auch sichergestellt. An fast jedem Übergang von einer zur anderen Halle gibt es eine Möglichkeit, sich zu stärken. Auch die Fülle und die Möglichkeit der Sitzplätze war für mich völlig ausreichend. Also auch hier kein Problem. Wer wie ich aus ungefähr 500 Kilometern anreisen muss, der sollte einen zusätzlichen Tag als Übernachtung einplanen. Dafür habe ich mich auch entschieden, wie ihr gesehen habt, und habe am Vortag des Messebesuches einmal übernachtet, um dann gleich früh starten zu können. Ich habe ungefähr 40 Kilometer entfernt von der Messe in einer Unterkunft Platz gefunden. Übrigens eine sehr gute Empfehlung, solltet ihr euch anschauen, Amtshaus Gut Hügler in Bad Waldsee. Ich packe euch den Link unten rein. Not sponsored, but definitiv eine Empfehlung wert. Schaut es euch mal an. Was waren nun meine Highlights dieses Messebesuchs? Ich hatte es schon geahnt im Vorhinein. Mein Lieblingsflugzeug, mein absoluter Traum, war leider nicht live zu bestaunen. Das wusste ich aber vorher schon. Okay, was ist das, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Es ist die Pipistrel Pantera. Ein einmotoriges Kolbenflugzeug neuester Generation, zurzeit noch im Zulassungsprozess, das heißt noch nicht auf dem Markt, aber ein sensationelles Flugzeug hätte ich mir sehr, sehr gern mal live angesehen. Nichtsdestotrotz konnte ich bezüglich Pipistrel trotzdem noch ein Highlight genießen, nämlich die Übergabe der Musterzulassung für das erste 600 Kilo UL-Flugzeug in Deutschland. Eine Pipistrel Virus in der 600 Kilo Klasse. Hier wurde das Musterzertifikat symbolisch während des Messebesuchs übergeben und ich konnte mir das Flugzeug direkt anschauen. Ansonsten natürlich die großen Hersteller Cirrus, Diamond, Aquila, Pilatus und so weiter, sich mal von der Nähe anzuschauen und ihre Flugzeuge mal anzufassen, mal reinzusteigen und so weiter, ist natürlich eine wirklich tolle Sache. Insbesondere natürlich mal in einem Cockpit von 6,5 Millionen Dollar zu sitzen, im neuesten Modell der TBM von daher. Das war natürlich ein absolutes Highlight. Und eine, naja, sagen wir mal, eine Randerscheinung ist mir noch aufgefallen. Man spürt, dass der Trend zum Elektrofliegen tatsächlich so langsam beginnt und der ein oder andere Hersteller hat mindestens ein Prototypmodell oder auch tatsächlich ein flugbereites Gerät dort stehen. Und ich glaube, dass das elektrische Fliegen insbesondere in der Flugausbildung eine große Zukunft hat. Auch Pipistrel hat seinen Alpha Trainer in der Elektroversion vorgestellt und man sieht hier ganz klar, gibt es große Einsparpotenziale, was die Kosten für die Flugausbildung betrifft. Und das könnte für jeden positiv sein, der sich mit dem Gedanken trägt, tatsächlich eine Pilotenausbildung machen zu wollen. Ich hoffe, meine kleine Zusammenfassung dieses Messebesuchs hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid wieder. Dafür abonniert einfach meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigung und ihr werdet keins meiner nächsten Videos verpassen. Bis dahin, happy landings!